was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, in der letzten Folge sind wir leider gestorben mit unserem alten Charakter Thurman McKen. Ruhe in Frieden. Nun heißt es, neuer Charakter, neues Glück, selber Spielstand. Das heißt, wir sind mittlerweile, glaube ich, immer noch im Juli, aber schon fast im August. Ich glaube, wir haben insgesamt mit beiden Charakteren, wir haben ja bereits zwei Charaktere gehabt, mit denen wir dann auch gestorben sind. Müssten jetzt so irgendwie, ja, roundabout Ende Juli was sein. Wir haben jetzt leider noch keine Digitaluhr, können also noch nicht sehen, welches Datum wir haben. Als allererstes natürlich abchecken, wo wir sind. Ich mache die Map auf. Wir sind irgendwo in Riverside gespawnt. Ihr seht, Gott sei Dank ist die Map noch aufgedeckt. Wir müssen dringend wieder hier zu unserer alten Base. Nee, hier oben war sie, weil dort ist mega viel Stuff, den ich unbedingt brauche. Wir sind ein bisschen weiter weg. Das letzte Mal mit Thurman McKen sind wir hier ungefähr gespawnt und jetzt ein bisschen weiter weg. Das heißt, der Weg wird noch steiniger und schwer. Gut. Werden wir auch irgendwie durchhalten. Ich mache mal hier erstmal die ganzen Vorhänge zu. Das Problem, was wir haben, oder was ich habe, ich weiß leider nicht, wie lange Strom und Wasser noch läuft. Wir sind ja, wie gesagt, noch schon etwas fortgeschrittener im Spielstand und in der Welt allgemein. Das heißt, es kann sein, dass wir kein laufendes Wasser und auch keinen Strom mehr haben, weshalb wir auch kein Fernsehen mehr oder keine Fernsehsendung mehr laufen. Die Fernsehsendungen haben ja immer gute Skills gegeben. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, um 18 Uhr oder beziehungsweise um 12 Uhr werde ich dann mal einen Fernseher einschalten, wenn ich denn eine Digitaluhr habe, weil so weiß ich halt nicht, wie spät es ist. Aber ich denke, wir werden sehr, sehr schnell eine Uhr finden. Aber erstmal gucken wir mal, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Besen, Eimer. Ja, es gibt jetzt viele Jetzt, anfangs sind immer alle Sachen interessant, aber naja. Ich mache mal hier die Glotze kurz an und guck mal, ob eventuell was läuft, aber ich denke nicht. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie spät es ist. Machen die Glotze wieder aus. Und dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Müssen natürlich geduckt bleiben. Wir haben noch keine Waffe. Das ist problematisch. Bänder könnte ich. Ja, Elektroband, ne? Ach so, bevor wir starten. Natürlich das Wichtigste. Habe ich ja ganz vergessen. Mit welchem Charakter starten wir denn? So, wir gehen in die Info. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich überspringe das. Ich erstelle einen komplett neuen Charakter. Ganz zufällig. Alle Eigenschaften zufällig. Beruf und Aussehen zufällig. Und wir spielen mit Matthew Lemkin. Er ist ein Arzt tatsächlich, also das wurde mir halt so random generiert. Wir haben ein paar gute Eigenschaften, aber auch sehr viele negative. Wir sind melancholisch, also ein bisschen eher so ein trauriger Dude. Wir sind Nachteule, das heißt, wir können nachts länger wach bleiben, glaube ich, denke ich. Wir sind ein Elektriker, oh, das sehe ich jetzt gerade erst. Wie geil ist das denn? Oh, wir haben Elektrostufe schon Nummer 1. Sehr, sehr geil. Dadurch, dass wir Arzt sind, haben wir natürlich schon eine weit fortgeschrittene Humanmedizin. Stärke ist aus irgendeinem Grund auch weit fortgeschritten. Und der Rest passt. Kurze Klingenwaffe auch natürlich, weil wir als Arzt natürlich oder eher Chirurg mit kurzen Klingen hantieren, sag ich mal. Nahrungssuche und Fallenstellen haben wir auch 1. Sehr, sehr geil. Gucken wir mal weiter. So. Elektriker hatten wir, Fallensteller, interessant. Hobby-Elektriker, okay, hatten wir. Wir sind ein Sammler, schneller Leser, auch sehr, sehr gut. Das ist irgendwie ausgeblendet. Dame aus Stahl, auch sehr gut. Turner, Ersthelfer, ist klar als Arzt. Brittle Knees, oh, was heißt das denn? Schwache Knie anscheinend, ne? Klingt nicht gut. Couchkartoffel, okay, wir sind so eine faule Sau. Gesunder Appetit, wir haben also schnell Hunger. Ein schwaches Immunsystem, wir werden schnell krank. Langsamer Heiler, auch nicht so geil. Und das als Arzt. Asthmatiker, oh nein. Diese negativen Perks habe ich mir gar nicht angeschaut. Scheiße. Schlaflos, das heißt, wir können wahrscheinlich lange wach bleiben. Und fettleibig, okay. Also wir sind ein fettes Schwein. Faul, passt ja auch irgendwie. Wir sehen aber auch aus wie ein Arzt, finde ich ganz cool, passt so vom Aussehen, ist wie alles zufallsgeneriert. Also das zum Charakter Matthew Lemkin, so, Namen vergesse ich immer. Wie gesagt, mit dem Charakter starten wir diesen Run im alten Spielstand oder im selbigen Spielstand. Ich bin gespannt, wie lange wir überleben werden. Pattern Round Ground, okay. Lange werden wir mit diesen Klamotten aber auf jeden Fall nicht rumlaufen, weil die sind, glaube ich, nicht so optimal. Schraubenzieher nehmen wir mal direkt mit. Eine Leine, interessant. Eine Jacke, ja, das ist, glaube ich, noch nicht. Ein Sleeping Bag,
Oh ja, ich glaube, ein Sleeping Bag sollte ich mitnehmen, falls wir irgendwo mal draußen schlafen müssen. Ja, ich glaube, wir müssen bald einen eigenen Rucksack craften irgendwann mal. Aber wie gesagt, wenn wir bei uns in der Base sind, da sind ja Rucksäcke en masse. Einmal der selbst gecraftete, dann haben wir da ja noch so einen Spiffo-Rucksack und. Also. Aber wir sollten eigentlich schon auf dem Weg zur Base, weil der ist ja doch ein etwas weiterer Weg, einen Rucksack finden. Das wäre Prio 1. Aber hier in dieser Hütte gibt es leider nichts Interessantes bislang. Zumindest keine Nahkampfwaffe, die ja eigentlich wichtig ist. So, ein paar Schlafzimmer noch. Herbau, okay, Black. Ohrhörer, Armbanduhr, Aktenkoffer. Ist nichts drin. Kann ich in Armbanduhr, zeigt ihr mir auch was an? 12.30 Uhr, okay. Zumindest habe ich die Uhrzeit. Ist zwar keine Digitaluhr, die mir keine Temperatur und das Datum anzeigt, aber immerhin die Uhrzeit. Erste-Hilfe-Kasten ist leider nichts drin, schade. Dann schauen wir mal weiter. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es feiert, wenn ich einfach immer mit neuen Charakter am selbigen Spielstand weitermache. Weil ich finde es auch doof, wenn ich sterbe, dann aufzuhören oder einen komplett neuen Spielstand zu machen. Fühle ich jetzt nicht so. Ich finde es eigentlich geil, im selben Safe weiterzumachen. Hat irgendwie was, ist natürlich nachteilhaft, weil wie gesagt, Strom- und Wasserquelle wird dann irgendwann ausgehen. Und wenn ich dann hier so mit so einem neuen Charakter bin, ist das nicht so geil. Brechstange, sehr, sehr gut. Ist eine gute Waffe für den Anfang. Das nehmen wir mit. Werkzeugkasten ist auch nichts drin. Ne? Kann das sein, dass hier alles schon leer ist? Wir rüsten das mal sekundär aus. Nee, hier ist ein Klebeband. Okay, habe ich übersehen anscheinend. Das kann erstmal wieder weg. Dann habe ich jetzt zweimal Klebeband oder was? Ja, tatsächlich. Klebeband ist aber wichtig, um Sachen zu reparieren. Können wir vielleicht gleich die Brechstange reparieren? Die ist ja nicht mehr in allzu gutem Zustand. Nee, geht nicht. Ich glaube, man kann nur Holzgegenstände mit Klebeband reparieren oder Holzwaffen. Haben wir, glaube ich, fast alle Räume durchsucht. Das ist der letzte. Wieder Klebeband, geschnürte Schuhe und Sneakers. Klebeband nehmen wir wieder mit. Und wir sind jetzt hungrig. Wir haben aber Gott sei Dank ein bisschen was zu essen da. Hatten wir diesen Müsli-Riegel, der unten war, schon gegessen? Ich glaube, ja, ne? Gehen wir trotzdem nochmal schauen im Kühlschrank. Ja, frische Birne können wir einmal essen. Und hier haben wir Schrimps und Lachs. Das können wir einmal im Ofen garen, solange das noch funktioniert. So. Das ist jetzt natürlich alles wieder, ich sag mal, frisch von neu auf wieder alte Sachen machen. Also wir können nicht wieder dieses fortgeschrittene Kram machen, wie Basebuilding, Aufbau und sowas. Wir müssen jetzt erstmal wieder zusehen, dass wir langsam wieder einfinden. So, das ist noch gefroren. Das kocht. Dann spulen wir mal ein bisschen vor. Die Shrimps sind gekocht. Die können wir einmal nehmen. Die Shrimps essen wir einmal komplett. Und den Lachs lassen wir im Rucksack. Sind gut gesättigt. Wunderbar. Das dauert noch ein bisschen. So, Lachs ist auch gekocht. Nehmen wir einmal mit. Und dann gucken wir noch einmal ganz kurz, nicht mal irgendwas übersehen haben. Salz, Pfeffer, nein. Weißt du was, die Käsenudeln nehmen wir mal mit. Können wir vielleicht auch irgendwann mal zubereiten. Ja, Dosen öffnen, auch ganz, ganz wichtig. Eine Wasserflasche wäre halt jetzt noch ganz cool, aber gut, werden wir vielleicht irgendwann noch finden. Hier ist nichts, dann würde ich sagen, gehen wir ganz, ganz langsam mal raus. Wir schauen mal, hier waren wir noch nicht drin, in der Garage. Metallstange, Schaden, macht sehr wenig her. Dachscheinwerfer, interessant. Okay, dann würde ich sagen, einmal rausgehen, Lage checken, ob hier irgendwo Zombies sind. Oh ja, nicht nur ein paar. Ich sollte mich eigentlich entfernen von der Stadt. Wir sind halt mittendrin fast. Ne? Okay, mittendrin, nicht direkt, aber schon weiter im Zentrum als im letzten Run mit Thurman McKen. So, der Zombie hat mich hier anscheinend schon irgendwie gesichtet. Nicht so geil. Der hier hinten auch. Wir sollten eigentlich eher mit einer kurzen Klingwaffe rumhantieren, weil wir damit ein bisschen gelevelter sind. Aber solange wir halt keine finden, ist die Brechstange da eigentlich schon die beste Waffe. So, Rollkragenpullover, der hat nichts Interessantes. Oh, okay, das war eng. Mal aufpassen, nicht, dass ich hier gleich wieder mit dem Kollegen sterbe. Ich glaube, wenn ich nochmal sterbe, dann soll es das gewesen sein. Ich weiß nicht, wie oft ich hier noch einen neuen Charakter... Günstiges Überlebensmesser. Ja, nice. Nehmen wir einmal mit auf. Direkt hier Gürtel links. Hallo? Günstiges Überlebensmesser. Ist eine Mod. Okay, interessant.
Dann haben wir doch schon mal unsere kurze Klingenwaffe. Sehr, sehr geil. Über diese Zäune können wir, glaube ich, nicht klettern, oder? Ja, doch, okay, klappt. Klappt, klappt, klappt. Obwohl wir fettleibig sind, sind wir doch relativ fit. So. Ja, durchsuchen wir mal diese Wohnung hier. Könnten doch interessant sein. Ja, Fenster kriegen wir natürlich nicht auf. Aber die Tür ist offen. Sehr, sehr geil. Ein Spatel nehmen wir mal mit. Kochtopf erstmal nicht. Schokolade, ganz ehrlich, direkt fressen. Wir sind ja fettleibig. Nein. So, Dösenöffner haben wir. Müsli nehmen wir eine Packung mit. Und dann sind wir auch schon wieder durstig. Ist nicht so geil. Trinken wir mal was direkt. Bourbon, Geschirrtuch. Hier sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Regale. Gefällt mir. Rahmnudeln. Wir nehmen nicht zu viel mit. Ich würde sagen, so diese ganzen Konserven, ja klar, die sind immer gut. Eine Taschenlampe nehmen wir auch mal mit. Haben wir auch. Könnte man gebrauchen. So, den Gartensalat essen wir mal. Den Joghurt essen wir auch mal direkt. Boah, sollte passen, ne? Dann sind wir auf jeden Fall schon mal sehr gut gesättigt. Sollte erstmal ausreichen für ein paar Stündchen. Ich denke, am heutigen Tag werden wir es gar nicht mehr schaffen, rauszugehen, weil es jetzt schon fast 16 Uhr ist. Tischlereiband könnten wir mitnehmen, ja, um unsere Skills leveln zu können. Fernsehsendung ist noch nicht so weit. So, wir müssen natürlich aufpassen, dass sie keine Zombies sind. Skinny Jeans, lange Sporthose, alles uninteressant. Garage könnte eine Spaltaxt. Jo, eine Spaltaxt ist, glaube ich, doch ein bisschen stärker. Aber das ist eine kleine Waffe, die können wir hier anbringen. Sehr, sehr gut. Machen wir auch direkt. Sind natürlich schwer beladen. Ach, das ist hier so ein Ding. Das ist, glaube ich, auch durch eine Mod, ne? Wir brauchen dringend einen Rucksack. Es ist Wahnsinn, dass man hier so selten einen Rucksack findet in dem Spiel, ne? Mountainbike-Bremse. Auch eine Mod. Übrigens, wir haben nämlich Fahrräder in diesem Spielstand. Habe ich zwar noch nicht gefunden. Mal gucken, vielleicht finden wir ja bald mal irgendwelche Fahrräder. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Das hier auf jeden Fall ein ganz cooler Spot, finde ich. Auch relativ ruhig noch. BH, Armbanduhr, nein, das ist eher so ein Frauenzimmer. Wecker brauchen wir nicht. Das machen wir einmal zu. Ich weiß immer noch nicht, ob die Zombies nach oben gucken können, wenn ich mich im zweiten Stock befinde. Ist gerade hier jemand hochgekommen? Ah, ich dachte schon. Ah, ich schieb schon Panik. So, Zahnpasta, Quietscheentchen, interessant. Aber nichts, was wir mitnehmen müssten. So, das ist ein Büro. Landwirtschaftsband, okay, alles. Ein Silencer nehmen wir auf jeden Fall mit, falls wir irgendwann mal eine Waffe finden sollten. Denn mit einem Schalldämpfer schießt es sich doch ein wenig leiser. So. Metallarbeit, Ausgabe 3. Lehrrezept, Make Metal Fences. Brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Lassen wir erstmal Fischenband 4. Können wir eh noch nicht lesen. Und das können wir auch alles nicht mitnehmen. Okay. Nehmen wir natürlich mit der Waffe in der Hand. Hier ist wieder ein Sleeping Bag. Ein weiteres Klebeband. Ein Rucksack wäre jetzt halt noch ganz geil. Lederweste. Ja, alles nichts Interessantes. Kreuze, da hinten sind Zombies. Draußen sind Zombies. Ah, nicht so geil. Wir sind hier auf jeden Fall nicht allzu sicher. Das steht schon mal fest. So, das machen wir auch einmal zu. Das auch. Dann looten wir noch einmal dieses Zimmer hier durch. Müllsack zumachen. Toilettenpapier, Sauglocke, Quietscheentchen. Nee, nee, nee. Alles nichts Interessantes. Interessant schon, aber nichts, was wir mitnehmen sollten. So, Wortsuche, Magazin. Ja, ich glaube, mehr werden wir hier nicht finden. Erste-Hilfe-Band, interessant. Brauchen wir als Arzt natürlich nicht. Erste-Hilfe-Band 1 als Arzt. Ich bitte dich, ist ja eine Beleidigung. Wir sind hier hoch angesehener Chirurg aus Louisville oder so. Nein, natürlich nicht. So, ist die Frage, wollen wir raus? Wollen wir die Nacht hier verbringen? Das ist doch eigentlich ein ganz cooler Spot hier, bin ich der Meinung. Wir haben hier Essen, wir haben hier Wasser. Ich weiß es nicht. Wir machen die Vorhänge auf jeden Fall zu. Es ist halt 17 Uhr, ne? Ja, weißt du was, wir machen uns mal peu à peu. Wir sind jetzt mittlerweile hier. Wir gehen die Straße mal weiter hier entlang. Ich glaube, wir werden schon noch eine Hütte finden, wo wir uns niederlassen können. Es ist ja noch relativ früh. Das Einzige, was halt doof ist, wir sind schwer beladen.
So, das sind nur 3 in Anführungsstrichen. Die könnten wir erledigen. Okay, sind doch vielleicht ein paar mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Vielleicht hätte ich doch im Haus bleiben sollen. Das Problem ist, wir sind aus irgendeinem Grund so langsam, das ist nicht feierlich. Ich muss aber laufen. Und dahin. Oh, das ist eine Schule. Oh mein Gott, das ist eine Schule, glaube ich, ne? Die haben alle Rucksäcke. Wie geil. Alter, was haben die für ein geiles Loot? Gitarren und so. Scheiße, ich bin im Fans. Nein. Okay, wir sind schon gemäßigt angestrengt. Das ist natürlich nicht so geil, weil wir halt. Oh, da ist ein Van, geil. Weil wir halt fettleibig sind und so. Alles nicht so geil. Ich kann nicht mehr laufen. Oh nein, ich kann nicht mehr laufen. Oh, 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 oh. Ich kann nur gehen. Das ist nicht geil. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut, ne? Schwer beladen. Okay, wir müssen irgendwie jetzt die Zombies loswerden. Ach du Scheiße. Was habe ich getan? Ich hoffe, ich kann hier irgendwie hinter dem Gebäude loswerden. Das Problem ist, wenn hier hinterm Gebäude noch Zombies sind. Das ist noch dümmer, ja. Sind natürlich welche. Ich versuche mal hier jetzt über den Zaun zu klettern. Ich hoffe, der schafft das. Natürlich nicht, das war so klar. Okay, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Muss ich über die Hecke springen oder? Nee, ich kann da so rüber. Komm schon, bitte, 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 bitte. Nein, verdammt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das Problem ist, ich kann halt nicht laufen, ne? Das ist scheiße. Alter, ich bin am Ende. Das war's. Das war's mit meinem Charakter. Okay. Ja, ich glaube, das war's mit Matthew Lemkin. Ich kann auch nicht mehr laufen. Das ist nicht gut. Extreme Anstrengung. Oh, 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 oh. Ja, ist die Frage, was mache ich denn da, wenn ich halt gar nicht mehr laufen kann? Ich bin halt mega durstig, ich bin extrem panisch. Ja, das Ding ist, wenn ich gehe, ich bin halt immer noch fast genauso schnell wie die, wenn ich gehe. Ich weiß halt nicht, was ich da tun kann, ne? Ich versuche die mal so ein bisschen. Ja, es macht halt auch keinen Sinn, die zu erledigen, ne? Mal gucken, wenn ich über die Fences springe, ob die das so ein bisschen auffällt. Okay, wir wurden tatsächlich gebissen jetzt. Ja, wir wurden gebissen und sind sogar infiziert. Ja, liebe Freunde, das war ja mal ein schneller Run. Oh nee, ey. Das war ein schneller Run, liebe Freunde. Ich würde sagen, es macht keinen Sinn. Ich werde es nicht schaffen. Wir sind gebissen, sind sogar infiziert. Ganz ehrlich, pisst euch. Alter, guck mal, wie er auch schlägt. Ne? Es macht keinen Sinn. Ja, das war der Run mit Matthew Lemkin, unserem alten Arzt. Ich würde sagen, in der nächsten Folge starten wir wieder mit einem frischen Charakter. Ich mache das natürlich alles wieder zufallsgeneriert. Wir haben 8 Stunden überlebt, immerhin. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.